Ich glaube, es ist ein Teil von der ganzen Diskussion, wenn man sich überlegt, dass man Fahrten eigentlich kann teilen, man kann sich Fahrzeuge teilen, ist das natürlich schon ein grosser Einflussfaktor auf unsere Herausforderungen in Sachen Mobilität, aber auch in Sachen ökologischer Nachhaltigkeit. Und so gesehen würde ich sagen, ist es sicherlich ein guter Punkt, den wir auch nach wie vor weiterverfolgen müssen. Ein zentraler Faktor ist natürlich die Regulation. Das heisst, man kann natürlich mittels neuer Technologie ganz neue Businessmodelle generieren. Man muss aber gleichzeitig auch schauen, dass man mit der Regulation kann Schritt halten, weil die beiden Sachen, Technologie, Regulation, die gehen nur Hand in Hand. Ja, für mich ist es sehr spannend, mit Leuten, die in einem ähnlichen Bereich sich Gedanken machen, wie ich mir auch, sich auszutauschen. Ich denke, der Gedankenaustausch, der hilft, herauszufinden, wo steht man, wie geht es weiter, wie kann man Probleme gemeinsam anpacken und wie gehen wir eigentlich auch gemeinsam in Zukunft mit diesen Themen.